Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal wieder mit einer weiteren Runde Call of Duty Deathmatch, wie ich es nenne. Lustig, letztens hat jemand geschrieben in den Kommentaren und wollte mich beleuchten. Deathmatch ist gleich zwei Teams gegeneinander. Was sollst du darauf antworten? Ich meine, Deathmatch und Team Deathmatch, der Unterschied sollte eigentlich jedem bekannt sein. Deathmatch ist einfach jeder gegen jeden. Das war schon immer so, als am Beginn der Zeit, es war schon immer so. Team Deathmatch sind zwei Teams gegeneinander, ein Team gegen ein anderes. Nur um das nochmal zu erläutern und es jedem begreiflich zu machen, was das ist. Nur mittlerweile in Call of Duty, Deathmatch heißt nicht der Deathmatch, es heißt einfach Free for All. Aber der Sinn ist einfach das gleiche, Mann. Jeder gegen jeden, ob Deathmatch oder Free for All, Alter. Ha, aber das meine ich schon, es gibt ab und zu so Kommentare. Ist auch gar nicht böse gemeint, ich meine, ein bisschen triggern muss man immer, ne? Ich werde auch getriggert, wenn du nicht damit klarkommst, getriggert zu werden, darfst du erstens keine Videos machen und veröffentlichen oder du darfst keine Kommentare schreiben oder vor allem Kommentare schreiben, die einfach falsch sind. Das ist ja nochmal ausschlaggebend, ne? Aber natürlich auch keine Videos machen, die falsch sind, weil hey, triggern macht aber auch einfach Spaß, wie ich finde, deshalb mache ich das auch so gerne und so oft. Dumme Kommentare im Internet ist sowieso alltäglich, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Internet ohne dumme Kommentare funktioniert einfach nicht. Ne? Ja, natürlich, man bekommt viel Liebe auch, wenn man tolle Sachen macht. Man bekommt Hass, man bekommt Trigger-Nachrichten, man bekommt Trolle, man bekommt alles. Wenn du auf das alles nicht klarkommst, musst du es bleiben lassen. Ne? Für mich ist es aber auch Unterhaltung. Für mich ist es auch Feedback natürlich, ich bekomme Liebe, aber auch Anregungen für weitere Videos. Wenn du mich vor allem richtig dumme Kommentare bekommst, da denkst du dir auch, hey Alter, was muss das für eine Art Mensch sein, der dir gerade sowas geschrieben hat? Ne? Was muss mit dem in seinem Leben vor sich gehen? Ne? Wie denkt der? So ein bisschen gehst du ja drauf ein, ne? Aber im Endeffekt, nach einer gewissen Zeit merkst du schon, okay, das ist einfach ein Trottel. Ne? Möchte jetzt hier gar keine Namen nennen oder sonst was. Nein, es gibt einfach, ne? An einem Dummen musst du nicht begreiflich machen, dass er dumm ist. Ne? Wenn du wirklich deine Zeit damit verschwenden möchtest, einem Dummen begreiflich zu machen, dass er dumm ist, bist du am Endeffekt selber der Dumme. Verstehst du? Das ist einfach so. Und ich habe einfach immer nur eine gewisse Zeit, wo ich mich mit so jemandem einlasse und ein bisschen schreibe. Oder ich lasse es gleich bleiben, wenn ich merke, Alter, das hat keinen Sinn. Der Typ ist dumm in meinen Augen. Ne? In meinen Augen. Dann lasse ich es bleiben. Ne? Aber ja, Mann, man möchte sich ja doch auch nett unterhalten. Kann man mit dem Großteil der Menschen, wisst ihr ja selber. Ist ja auch so eine Sache, man ist nicht mit jedem Menschen kompatibel, vom Schreiben her, von der Sympathie her. Ist gar nicht schlimm, das ist einfach menschlich, ne? Und das ist auch der springende Punkt wieder mal, wie ich finde. Wenn dir jemand nicht sympathisch ist, du kannst ihn nicht leiden, du findest ihn dumm, er findet dich dumm, das merkt man ja schnell. Und wenn man es gemerkt hat, wieso sollte man sich weiter aufeinander einlassen? Man lässt es einfach bleiben. Man muss ja keinen Kontakt mit demjenigen haben. Das ist ja auch das Schöne im Internet, ne? Du weißt, hey, Mr. Mike von Deutschland macht Videos, den mag ich nicht, ich schaue mir seine Videos nicht an. So eigentlich der Regelfall. Jetzt gibt es aber wieder dumme Menschen, ne? Immer die dummen Menschen, die denken sich, ha, den Mr. Mike, den mag ich so wenig, den gehe ich jetzt auf den Sack. Regelmäßig. Die schaue ich jetzt alle seine Videos und bombe sie zu mit dummen Nachrichten. Ne? Das ist dann ein Hobby. Das ist für solche Leute ein Hobby. Und wenn sie es mit mir nicht machen, dann suchen sie sich jemand anders. Das ist so ein bisschen, irgendwie müssen die menschlich was so Dummes in sich haben oder Langeweile oder ich weiß nicht was. Ne? Das ist dann wieder sowas, was man hinterfragen müsste, was Zeit kosten würde, wo ich mir denke, hey Alter, ich weiß nicht, wann und was mit dir irgendwann mal falsch gelaufen ist, damit du sowas betreibst, aber hey, mich interessiert es nicht, ich habe keine Zeit dafür, am Anfang war es noch lustig, aber jetzt nervst du. Dann wird derjenige blockiert, lustiger auch, wenn du jemanden blockierst, dann werden alle Nachrichten, was der jemals irgendwie geschrieben hat, auf deinem Kanal mitgelöscht und Ruhe ist. Es ist so, als würde dir jemand regelmäßig in dein Wohnzimmer kacken. Ich meine, hey, möchtest du so jemanden bei dir im Wohnzimmer haben? Machst du so jemanden nochmal die Tür auf, ne? Wenn er einmal kackt und dann wieder kackt und immer kackt? Hä? Nein, das machst du einmal und weg und schon hast du deine Ruhe. Jetzt aber kommt so ein Typ daher und denkt, oh, okay, der Mike hat mich jetzt blockiert mit meinem Konto, ich mache einfach noch eins auf. Ne? Das ist dann so geil, also das ist, du merkst gleich immer sofort, siehst ja auch, wann das Konto erstellt worden ist. Ne? Meistens sind das dann Konten, die wurden innerhalb von einem Tag natürlich
erstellt und dann ist er wieder da. Dann kommt er aufs Neue. Ne? Da sind aber zwei Klicks, dann ist er wieder blockiert. Aber ja, ich weiß nicht, die Leute müssen sich einfach irgendwo anders auskacken, weil sie merken schon, ja, zu Hause bringt es nicht, wenn ich mir in mein eigenes Wohnzimmer kacke. Das ist Kacke. Da kacke ich lieber bei jemand anderem im Wohnzimmer. Das ist ein Hobby für die. Macht denen Spaß, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, es ist zum Teil unterhaltsam, bis halt denkst, Alter, was für ein Trottel. Ja, Mann. Und letztens wieder auch so einen Kommentar gehabt hier, vor allem Call of Duty, Mann. Wow, also Call of Duty-Spieler sind teilweise wirklich krasse Fanatiker. Du merkst halt wirklich, wenn du so einen Hardcore-Call of Duty-Spieler hast, der nichts anderes spielt, ne? Der sich dann in seiner Ehre gekränkt fühlt, wenn du sagst, hey, du bist einfach mittlerweile zu schlecht, weil das Spiel so nooblastig geworden ist, ne? Du kannst nicht mehr mithalten, der fühlt sich da angegriffen, gegriffen. Und getriggert, ey, Wahnsinn. Das sind echt Menschen dabei, die schreiben dir Texte. Diese Texte zu verfassen, das hat die locker eine Viertelstunde an Zeit gekostet. Du hast noch nie so ein langes Kommentar gelesen, ich schwöre es dir. Ne? Ich meine, es reicht ja, wenn du kannst dich ja äußern, indem du 2, 3, 4, vielleicht 5 Sätze sind schon viel, ne? Damit kannst du schon dich äußern und so ein bisschen deinen Frust oder sonst was mitteilen. Alter, ich schwöre es dir, die teilen ihren Frust mit in Texten von 15 Minuten. Alleine das Lesen würde 10, 15 Minuten da, das Schreiben wahrscheinlich noch. Es ist crazy. Das sind 20, 30, 40 Sätze, ein halber Roman. Ich fasse es. Haben die Menschen wirklich nichts Besseres in ihrer Freizeit zu tun, als dich mit so einem Müll ihren Problemen zuzulabern? Ich komme bis 2, 3 Sätze, ich lese nicht weiter. Das ist sogar für mich, das ist für mich Zeitverschwendung, das zu lesen. Verstehst du? Es ist crazy. Und was sie dann nicht alles für Argumente bringen, ne? Was hier falsch läuft, was da falsch läuft, am Ende heulen sie. Es ist nur ein Geheule. Es ist nur ein Geheule, was halt das Videospiel schlecht macht. Weißt, da denke ich mir, ey, sei mir nicht böse, Mann. Ich meine, du kannst deinen Frust und ja, sonst, egal, darfst du rauslassen. Jeder hat seine freie Meinung, jeder darf machen, was er möchte, ne? Aber wie gesagt, Mann, kack nicht auf meinen Teppich in meinem Wohnzimmer, Alter. Oh, Mann, ich feier. Eigentlich ist es ja auch wieder so ein Ding, es ist ja, solche Leute musst du ja auch feiern irgendwie, ne? Ich meine, wie emotional und wie sehr sie das fesselt und mitnimmt. Ich meine, du merkst ja wirklich dann in den Nachrichten auch so, das nimmt die Leute mit, das beeinträchtigt, das schränkt die ein, die sind wirklich emotional mitgerissen mit der Situation, dass sie dieses Spiel nicht mehr so spielen können wie früher. Weißt du, es ist ein wirklicher Frust, ein innerer Frust. Du nimmst denen ein wenig Lebensfreude. Du merkst das ja, ne? Diese Call of Duty-Zocker, was das für eine Gemeinde ist, ne? Ich möchte nicht verallgemeinern, es gibt ja auch wirklich gechillte Menschen. Das sind dann wirklich Menschen, wo du merkst, hey, die haben nicht viel im Leben, ne? Da wird zwar geschrieben, doch, die haben Familie und sonst was, aber das ist nicht das Wesentliche. Dieses Call of Duty, das ist für diese Menschen so wichtig, was ja auch was Schönes ist. Hey, freue mich für dich, dass es für dich so wichtig und schön ist, aber ja, die Zeit für dich ist anscheinend vorbei. Du musst dir was Neues suchen. Verstehst du? Es ist einfach eine Veränderung passiert. Ne? Du kommst damit nicht klar. Dann liegt es aber an dir, dass du das Beste draus machst. Ne? Aber kack den Leuten nicht auf ihren Teppich mit deiner Kacke. Verstehst du? Das ist einfach für mich, wie ich finde, der springende Punkt. Du musst doch nicht jeden Rotz irgendwie wo rauslassen. Und dieser Frustabbau auf irgendwelche Art und Weise. Oh, Alter, such dir doch mal was anderes. Crazy. Die Leute sind crazy. Die Leute sind crazy. Ha. Und ja, ich lasse jetzt hier auch so ein bisschen. Nee, Frust ist es nicht. Für mich ist es, wie gesagt, Unterhaltung. Wenn mir jemand auf den Sack geht, so richtig, ich blockieren. Ja, kannst halt nicht mehr auf meinen Teppich kacken. Was willst du jetzt? Was willst du jetzt? Ist ja vorbei. Verstehst? Das ist ja das Schöne. Das ist das Schöne am Internet und Videos machen. Die Leute gehen einem nicht lange auf den Sack.
So, hier mal wieder gesehen, wie ich abgerockt habe. 30 Kills war jetzt nicht so die beste Runde. Natürlich, am Anfang waren weniger in der Lobby. Ja, das ist auch wieder so, die Leute mit diesen Begründungen, was sie sich nicht alles für Begründungen raussuchen, wieso, weshalb, warum. Die Noobs sind so gut geworden und ich bin so schlecht geworden, ich als Profi. Halt die Fresse. Viel vergeben eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike.